Er ist etwa 34 cm groß, er hat einen wahren Luxuskörper und in Hollywood will ihn wirklich jeder haben. Die Rede ist nicht von unserem Filmexperten Philipp, nein, die Rede ist vom Oscar und Sonntag ist es wieder soweit. Ja. Lieber Philipp, was hat dieser Mann, was du nicht hast? Ja, er hat natürlich ein ziemliches Renommee für 80 Jahre lang, das muss man schon sagen. Also er ist natürlich der wichtigste Filmpreis der Welt, er ist ja quasi der Super Bowl der Filmindustrie. Und er kann in Karrieren entscheiden. Ja? Also Matt Damon und Ben Affleck hätten ohne den Gewinn des Oscars wahrscheinlich nie so viel Erfolg gehabt und konnten so durchsteigen. Und das zieht sich durch die ganze Historie. Und er ist viel älter als du. Sag mal, wann ist er entstanden? Der ist 1929, wurde er zum ersten Mal verliehen, am 16. Mai. Wie kam es dazu? Naja, das war so ein bisschen, das sollte auch als PR-Instrument damals gelten. Der MGM-Chef Louis B. Mayer hat ihn ins Leben gerufen. Und es ging so ein bisschen darum, die Vormachtstellung Hollywoods in der Welt auch zu festigen und einen exklusiven Preis zu etablieren. Und das ist ihm ja sehr, sehr schnell geglückt. Also die Mehreinnahmen, die Filme, die einen Oscar bekommen haben, wirklich generiert haben, das ist schon, war schon sehr, sehr viel. Wie viele Millionen Dollar da plötzlich in die Kassen gespült wurden, das ist bis heute. Zum Beispiel Million Dollar Baby hat vor der Nominierung gerade mal 8 Millionen eingespielt. Danach waren es dann 56 Millionen. Also es ist schon ziemlich viel Holz dann, ja. Ja, ziemlich viel Holz. Jeder will ihn haben. Ich habe es schon gesagt. And the Oscar goes to. Das sind nun mal diese magischen Worte. Und wir zeigen mal ganz kurz, wer sich in diesem Jahr die Hoffnung darauf machen kann, dass danach sein Name fällt. Wunderschön, nicht wahr? Was? Der Sonnenaufgang. Fantastisch. Ich werde diese 4 Festnahmen durchziehen, diese 4 Nummern, um uns da rauszuholen, nicht nur mich, uns. Und dabei lasse ich ihn sehr nah an mich ran, Richie, den Korb. $26.000 für ein Abendessen! Okay, das kann ich aber erklären, Papst. Erzähl ihm von den Beilagen. Ich hatte Beilagen bestellt. Beilagen? Lieber. Beilagen? $26.000 ja. Für Beilagen? Ich sag dir was, du verdienst unsere Mäuse nicht. Homophobes Arschloch. Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann und Sie haben keinerlei Recht, mich festzuhalten. Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger. Wenn Sie jemanden erschießen, dann mich! Ganz ruhig. Es wird alles gut. Sieh mich an. Klar. Sieh mich an. Klar. Ich bin jetzt der Captain. Der Film American Hustle und Gravity sind beide allein für 10 Kategorien nominiert. 12 Years a Slave 9-mal, Captain Phillips und Dallas Buyers Club 6-mal. Ziemlich viele Mehrfachnominierungen in diesem Jahr. Das ist ja eigentlich fast jedes Jahr so. Anders ist das natürlich bei den Hauptdarstellern. Da gibt es natürlich dann nur eine Nominierung. Mhm. Es sind dieses Mal zum Beispiel Matthew McConaughey, der, glaube ich, 25 Kilo sich runtergehungert hat an seiner hart amputierten Muskelmasse. Typisches Oscar-Thema. Ja, und auch, wir reden bestimmt gleich noch darüber, Leonardo DiCaprio, der sich bestimmt sehr freuen mal würde. Wieder. Ich glaube, bei Titanic hat sogar der Kabelträger einen Oscar bekommen, nur Leo nicht. Ja, das ist ja sein großer Oscar-Fluch. Also meiner Meinung nach hätte er damit für Gilbert Grape, damals hätte er ihn bekommen müssen. Die anderen Sachen, so Titanic oder so, also das ist für mich keine Oscar-reife Leistung, machen wir uns mal nichts vor. Und Wolf of Wall Street ist für mich auch keine Oscar-würdige Leistung. Dafür ist der Film A nicht gut genug, meiner Meinung nach. Stehe ich da auch alleine, keine Ahnung. Ich fand ihn sehr überladen. Und das ist natürlich auch schwierig, so als Hauptdarsteller in einem doch mittelmäßigen Film zu glänzen. Und bei DiCaprio wirkt das für mich immer sehr berechnend und kühl. Er ist super, er gibt immer 100%, aber es hat immer so dieses, und wieder im Oscar-Rennen. Mhm. So, da fand ich Matthew McConaughey, den ich vorher überhaupt nicht abkonnte. Ich hatte ihn einmal am Set getroffen, da fand ich ihn unerträglich. Ja, arroganter Texaner, schlimm. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich meine Meinung revidiert, dank jetzt Buyers Club und auch der Serie True Detective, da ist er wirklich klasse, also er mausert sich wirklich zum Charakterdarsteller. Aber wie gesagt, diese Runterhungern oder wieder Gewicht draufpacken, das ist so typisch Oscar-Geschichte, Grenzerfahrung. Bridget Jones, sagen wir da nur, ne? Ja. Reden wir über Frauen, Kate Blanchett, Sandra Bullock sind auch bei dem Rennen, Sandra Bullock für Gravity, was hältst du von der Idee?
Da halte ich ganz, ganz viel, weil Gravity ist mein ganz großer Favorit und Sandra Bullock fand ich da toll. Hm. Also sie hätte ihn für Gravity mehr verdient als damals für Blindside. Das habe ich nicht verstanden. Die Frage ist, ob sie ihn mehr verdient hat als Cate Blanchett in Blue Jasmine. Ja, sie spielt halt, muss man sagen, sie ist ja fast allein in diesem Weltraum. Und diese ganzen Gefühle, also macht sie für den Zuschauer erlebbar und nahbar. Ja? Also diese Verzweiflung, Überlebenswillen und so, das ist in ihrem Gesicht einfach spürbar. So. Und das ist für mich eine Oscar-reife Leistung. Und dann in so einem Weltraumkammerspiel, sie ist ja fast alleine nur zu sehen, bis auf ein paar Ausnahmen. Und den Zuschauer wirklich so bei der Stange zu halten, das muss man erstmal schaffen. Ja. Und das ist für mich dann wirklich eine Oscar-würdige Leistung. Höre ich da vorsichtig raus, dass du ihr den wünschen würdest? Vor Meryl Streep zum Beispiel. Wenn du das jetzt erstmal als vorsichtig bezeichnest, dann stimmt was mit deinen Ohren nicht. Ja, die soll den gewinnen, bitte. So, 24 Kategorien gibt es insgesamt. Wir müssen natürlich über die Regie sprechen. Ist doch eigentlich, das ist immer so ein bisschen bei mir die Frage, wer die beste Regie gemacht hat, müsste doch eigentlich auch den besten Film dann haben. Ja, die Grenzen sind fließend. Mhm. Aber der beste Film ist das Gesamtkunstwerk. Mhm. Und der beste Regisseur ist so die Dramaturgie. Ja, also das ist schon ein kleiner Unterschied, aber er ist halt da. Mhm. Ja, und deswegen sind ja auch 9 Filme als bester Film nominiert, weil halt die Academy sich nicht immer einigen konnte und dann haben halt die am meisten Nominierungen hatten, so. Das sind manchmal 9, manchmal sind es 8, 2012 waren es 8 Filme. Ja, Gravity, komisch, ne? Ja. Ja, ich lache mich schon wieder tot hier. Ja. Wir gucken mal ganz kurz andere Filme an, die wahnsinnig erfolgreich waren in Deutschland, nämlich in der vergangenen Woche. Hier kommen unsere Charts, gleich geht's weiter. Ein schneller Absturz. Die wilde 70er-Jahre-Fahrt auf Oscar-Kurs bricht schon in der zweiten Woche ein und rutscht vom zweiten auf den fünften Platz. George Clooney und Matt Damon wollen die Kunst retten. Das hat dann doch nicht so viele Kinogänger interessiert, wie erwartet. Die Monuments Man auf Platz 4. Unser türkischer Überraschungshit. Der vierte Teil der Komödienreihe rund um den Tolpatsch Recep gelingt ein starker Einstieg auf Platz 3. Jaha, da lässt man am besten mal den Papa ran. Der Kinoausflug von Bernd Stromberg und seinen Kollegen von der Capitol kommt direkt auf Platz 2. Aber den Vaterwunsch von Matthias Schweighöfer konnte er nicht toppen. Die Samenbank-Comedy schafft die 1,5 Millionen Besuchermarke. Platz 1. Wir sprechen weiter über die Oscars. Philipp, erzähl doch mal so ein bisschen von den Highlights in diesen 80 Jahren. Anekdoten gibt es ja genug. Ja, also ihr könnt natürlich sagen, dass Walt Disney 26 Mal einen Oscar bekommen hat und nur ein paar Zahlen dazu. Oder Katharine Hepburn mit 4 die Abräumerin ist. Aber was mich eigentlich immer so interessiert, sind diese Skandale, ja, die da so passieren. Man ist ja auch so ein bisschen voyeuristisch. Mhm. Oder die ganzen Vorkommnisse, die da waren. Michael Moore zum Beispiel, als er George W. Bush gedisst hat auf der Bühne, als er Bowling for Columbine einen Oscar entgegengenommen hatte. Oder Jack Palance, der anstelle von einer Rede Liegestützen gemacht hat im Alter von 72. Oder Woody Allen, der gar nicht erst zur Oscarverleihung kam und den Oscar für Stadtneurotiker abgeholt hat, sondern lieber Jazz gespielt hat in New York. Mhm. Das sind für mich so diese Sachen, diese bizarren Sachen so am Rande. An welchen Oscar-Film erinnerst du dich denn sehr gerne zurück? Wer hat ihn verdient? Ja, so neuen Geschichten natürlich Argo oder Black Swan. Also Black Swan fand ich wirklich ganz, ganz toll. Hat mich wirklich geflasht. Weil das nicht jetzt Natalie Portman war einfach so, die hat den Oscar ja wirklich verdient damals. Und in der Vergangenheit Casablanca und diese ganzen Verdammten alle Ewigkeit. Das sind natürlich richtig, richtig gute Filme. 4 Nominierungen für den Oscar hat der Film Philomena. Hm. Zu Recht? Auf jeden Fall zu Recht. Der ist wirklich toll, der Film. Sollte man sich angucken. Der geht zu Herz, ohne dass er zu Herzen, ohne dass er kitschig ist, dass er pathetisch ist. Er ist sehr ehrlich und er ist auch zum Teil sehr beschwingt, hat viele lustige Momente. Und das will man ja eigentlich im Kinobesuch auch haben. Und ab heute ist er im Kino. Philomena Lee ist rüstig und lebensfroh. Doch die alte Dame trägt seit 50 Jahren ein düsteres Geheimnis mit sich herum. Ich will nur wissen, ob es ihm gut geht. Er muss nichts davon erfahren. Gemeinsam mit dem zynischen Journalisten Sixsmith macht sie sich auf die Suche nach ihrem Sohn, die sie über den Ozean in die USA bringen wird. Das ist mein Anthony. Ich habe ihn getroffen. Wo? Im Weißen Haus. Oh Mann! Judi Dench und Steve Coogan ergänzen sich als ungleiches Paar perfekt in diesem unbedingt sehenswerten Film von Stephen Frears nach wahren Begebenheiten. Philomena. Jack Ryan will nach seinen Erfahrungen in Afghanistan die Erinnerungen abschütteln. In seinem Bürojob an der Wall Street ist er mehr als zufrieden. Du warst umwerfend. Du wirst dich doch wohl benehmen? Doch die Ruhe währt nicht lange. Die amerikanische Wirtschaft in die Knie zwingen, so der Plan des Oligarchen Viktor Cherevin.
Ihr Amerikaner haltet euch gern für direkt. Vielleicht seid ihr einfach nur unhöflich. Vielleicht sind sie nur empfindlich. Nach einiger Überredung kehrt Ryan in den Dienst zurück. Erstes Ziel, Moskau. Es ist sehr gut möglich, dass wir hier nicht lebend wieder rauskommen. Jack Ryan, Shadow Recruit. Wir schreiben das Jahr 79 nach Christus. Das Römische Reich ist zerfressen von Intrigen und moralischem Verfall. Slave Milo muss in den Arenen Pompeis täglich um sein Leben kämpfen. Das wird er nicht wagen. Einzig seine Liebe zur bürgerlichen Flavia gibt ihm Hoffnung. Doch auch Senator Corvis hat ein Auge auf sie geworfen und verkauft Milo nach Rom. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der Vesuv brodelt. Wir müssen zum Hafen und aufs Meer raus! Game of Thrones-Star Kit Harington bindet sich den Lederlendenschutz um und kämpft um sein Leben. Pompeii 3D. Philipp, was hältst du von dem Film Pompeii? Ja, das rustikale Kino. Was vollkommen anderes als Philomena. So, das ist, muss man sich das bewusst sein. Das ist überladen, das ist Bombast, da geht viel zu Bruch, ein bisschen Liebe. Aber mir hat es irgendwie gefallen. Ich kann das leider nicht anders sagen. Ist kein großes Stück Kino, aber es ist okay und es macht Spaß und das Geld ist dann gut investiert und man kann mal 2 Stunden ein bisschen der Realität entfliehen. Alles okay. Ein teurer, das darf ja auch mal so sein, natürlich. So sein. Letzte Frage, Philipp. Die Anekdote über den Oscar, woher er seinen Namen hat. Stimmt ihr oder stimmt sie nicht? Bitte erzähl sie noch mal kurz. Ja, da gibt es verschiedene Überlieferungen. Betty Davis hat gesagt, dass sie der Oscar durch Statue an ihren Mann erinnert. Okay, mag sein. Ich würde eher mit einer anderen Überlieferung gehen, dass es die Bibliothekarin der Academy war, die gesagt hat, die sieht aus wie mein Onkel Oscar. Das habe ich auch von vielen Studiobossen schon im Interview gehört. Ich würde mal in die Richtung gehen. Wir gucken, wie sich das so weiterentwickeln wird. Ich finde ja, dass Philipp Schulze neuerdings dem Oscar ein bisschen ähnlich. Die Komplimente hebst du ja immer schon zum Schluss aus. Mit deiner neuen Frisur. Soll ich dich Oscar nennen oder den Oscar Philipp? Mach, was du willst. Das tue ich. Bis nächste Woche. Tschüss.